Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Kunstfreunde, zu Okabi, der HD-Steam-Version. Ja, ich hoffe, ihr seid immer noch mit dabei. Bei diesem hübschen Sonntagsprojekt. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollten wir mit dem Bürgermeister des Dorfes reden. Das ist aber halt durch den Cut jetzt erstmal zu kurz gekommen. Also mal gucken, wo der Bürgermeister abgeblieben ist. Der müsste ja normalerweise hier irgendwo rumgeistern. Ja, da ist er ja. Ah, du bist dieser wilde weiße Wolf. Das war ja ein ganz schöner Stoß, den du mir da gegeben hast. Nur mein weißer Freund, ich respektiere Tiere und ihr Verhalten. Aber jeder, der in diesem Dorf Ärger macht, wird bestraft. Du bist ja ein mutiger kleiner Kerl, nicht wahr? Hallo Mr. Mandarine, wie ich sehe, immer noch voller Elan und Kraft. Sag, bist du nicht dieser kleine Nichtsnutz Isun? Ich habe es dir einmal gesagt und werde es noch tausendmal sagen. Ach, vergiss es. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Grummel. Ach du, schon wieder. Dieser Baum ist als Konohana bekannt. Sie wird seit Generationen als unsere Schutzgottheit verehrt. Aber ihre Blüten und Früchte waren schon lange nicht mehr zu sehen. Und noch schlimmer, ich hatte einen erschreckenden Traum. Letzte Nacht, ein riesiges Monster erschien und verschlang das ganze Dorf. Ist das ein Zeichen, dass uns noch Schlimmeres bevorsteht? Selbstverständlich würde ich Konohana gerne wieder in altem Glanz erstrahlen sehen. Aber egal, nichts nutze wie ihr, könnt das eh nicht verstehen. Ja, danke. Ich besuche Konohana jeden Tag in der Hoffnung, dass es dem Baum besser geht. Und das solltet ihr beiden auch tun. Ich bin zu alt für sowas. Ups, Entschuldigung. Ich besuche Konohana, ja, jeden Tag. Gut. Gut, wir haben hier Karma-Punkte aufgesammelt. Wir haben Vögel gefüttert. Na, was ist das? Sah halt nur so aus. Okay, die Vögel, die mögen mich bereits. Muss ja mal gucken, dass ich alle Tiere im Bestiarium fülle. Alle Tiere füttere, um das Bestiarium zu füllen. Also die Tierliste. Hintergründe zu den Tieren, die ich gefüttert habe. Neu 8%. Spatz, diese kleinen Vögel fressen Samen auf eine ordentliche Art. Okay. Wie jetzt, Spatzen habe ich nur zu 8% oder was? Ja, scheint so. Achso, es gibt noch eine Seite 2, okay. Okay, dann habe ich noch mein Logbuch. Mit Journal und zwei Fragezeichen. Nützliche Informationen, die ich aufgeschnappt habe. Nichts. Okay. Reiseführer. Ist ziemlich leer, bis auf ein paar Reisetipps. Es gibt wenige Orte auf dieser Welt, wo ich noch nicht war. Meine Reisen vermitteln mir ein großes Wissen. Ich habe mein Wissen auf einigen Schriftrollen verewigt.
Drücke, ja, um Dinge zu rammen. Beim Rammen kannst du mit Bewegungstasten sprinten. Über Hindernisse kann man springen, höher springen, Mauersprung. Umgebungsbewusstsein, Kamerawinkel, Kamera, Karte. Ah, Karten muss man finden, damit man Gebiete betreten kann. Tipps sollten sich als nützlich erweisen. Das richtige Wissen ist die Basis des richtigen Handelns. Das ist die Wahrheit von jedem Abenteuer, okay. Und Bestiarium haben wir bis jetzt. Grüne Teufel. Grobe, affenähnliche Kreatur, die Menschen ärgert und triest. Ob sie die lokale Bevölkerung terrorisieren oder den Ausbruch von Krankheiten verursachen. Diese Unruhestifter sind der Schrecken der Menschheit. Man sagt, sie verstecken sich an dunklen Orten und sie werden als Flötenspieler dargestellt. Okay. Gut, das heißt, ich kann jetzt mal mit den Leuten hier reden. Ah, ich fühle es, ich spüre es, sagt Komuso, der Typ mit dem... mit der Schüssel auf dem Kopf. Verdammte Bestien bevölkern diesen Ort. Konzentration, sieh genau hin und da, gleich hinter dir. Sind Gegner. So, war das alle? Ja. Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit. Aber ich sah es. Der Kampf hat genau 10 Sekunden gedauert. Hm, du kämpfst gut. Ich habe den Pfad Buddhas gewählt, aber in dir spüre ich eine andere Macht. Und ich spüre, der von dir gewählte Pfad ist auch der Pfad der Wahrheit. Gib Karma-Punkte. Ah. Die Monster mögen verschwunden sein, aber diesem Ort fehlt immer noch Leben. Das Land hat noch nicht genug Macht, um sie dem heiligen Baum zu verleihen. Die Monster mögen verschwunden sein, ja. Gut. Okay, das war halt ein Kampf-Event, was uns ein paar Karma-Punkte hießen sie, glaube ich. Nee, da kann ich sie nicht sehen. Hier kann ich sie auch nicht sehen. Nö, dann weiß ich jetzt gerade noch nicht, für was die Punkte gut sind. So, gucken wir uns lieber hier unten mal um. Haus der Ältesten. Herr Mandarine lebt hier. Er ist recht prominent im Dorf. Ja, ich kann in Häuser reingehen. Nichts zu essen hier. Nichts zu essen hier. Aber da ist ein Haufen Mandarine. Hm. Die Mandarine sieht so aus, als ob wir sie zerteilen können. Nein, wir können nur die Tür dahinter zerteilen, okay. Und noch mehr Mandarinen für den Magen finden. Wir führen nicht unseren Magen, wir führen irgendeinen Magen, den wir mitgenommen haben, okay. So. Und ja, ich glaube, ich gehe die Optionen und stell das Minispiel aus. So. Also deswegen muss ich nämlich ständig skippen.
Muschi Mama, ich habe jetzt aber genug. Ich weiß nicht, ob das ein streunender Hund oder ein Monster oder was weiß ich war, aber irgendjemand verwüstet immer mein Feld. Rumzuwandern und durch mit der rechten Maustaste zu buddeln, das treibt mich in den Wahnsinn. Wenn ich dabei erwische, wie du hier gräbst, dann fängst du dir aber eine. Ja. Da ist eine aggressiv. Zu Hause von Hayabusa, dem größten Lochgräber in Kamiki. Das ist die Handschrift von Muschi. Wer auch immer Muschi ist. Okay, wir haben eine Weißrübe. Ganz weißes, kugelförmiges Gemüse. Für den Magen ein wenig. Können wir dich zerschneiden? Nein, aber wir können Moorrüben finden. Und Hühner erschrecken. Okay. Zum Glück können wir nicht aus Versehen Hühner zerteilen. Das wäre schlecht. Okay, Mandarine. Tintenfass, das ist okay. Okay, die Lauchsuppe können wir nicht zerhacken. Auch gut. Aber wenigstens wieder ein bisschen Essen für den Magen gefunden. Die Melone hier sieht aber schön zerteilbar aus. Ist sie auch und gibt Wassermelone. Süße, saftige und fruchtige Süßigkeit für den Magen. Na, sehr schön. Okay, wessen Haus ist das hier? Sakake-Haus von Kushi. Man sagt, dieser Sake ist so gut, dass die Leute sogar aus der Hauptstadt kommen, um ihn zu kaufen. Habe ich mich gerade so verlesen? Ach, Sake-Haus. Ja, ich habe mich total verlesen. Nun, was für ein gut aussehender Wolf. Wie lautet dein Name? Meiner ist Kushi. Schön, dich kennenzulernen. Sakebauerin Kushi. Du arbeitest wieder in den Feldern, nicht? Ihr Sohn, bist du mit dem Wolf zusammen? Hier wächst der Reis, aus dem ich meinen Sake braue. Weißt du, aber ich muss die Ernte ganz alleine einbringen. Das ist harte Arbeit. Vielleicht sollte ich auch dieses Jahr Susano bitten, mir zu helfen. Oh, hört euch bloß mein Geschwätz an. Ich kann einfach nicht aufhören. Aber ich glaube, du hast hier eine neue Freundin gefunden. Du wirst viele Leute treffen, die so mit dir reden. Du solltest mit ihnen zwei oder sogar dreimal reden. Weil du ein Gott bist und so kannst du ein Dreieck über ihren Köpfen sehen, wenn du mit ihnen sprechen solltest. Das bedeutet, dass sie noch was zu sagen haben. Manchmal sind es sogar wichtige Informationen. Vielleicht murmeln sie nur zu sich selber, aber es lohnt sich zuzuhören. Ja, da ist das Spiel wenigstens ein bisschen kulant. Da ist auf jeden Fall ein Hund, den wir anbellen können. Hm, ein weißer Wolf. Jetzt wird's aber ganz komisch. Sieht aus wie ein kleiner, schwacher Lümmel. Glaubst du, du könntest meinen Hund Hayabusa schlagen? Nun, was hältst du davon? Da gibt's dieses Feld, um das sich meine Mama kümmert, siehst du? Nun, Hayabusa konnte 9 Rettiche am Stück ausgraben, während meine Mama ihn jagte und versuchte, ihm eine zu verpassen. Es gibt 10 Rettiche auf diesem Feld. Hayabusa ist fixiert darauf, alle 10 zu kriegen. Also ja, ein Minispiel. Glaubst du, du schaffst es, aus dem Feld meiner Mama alle Rettiche zu holen? Aber vergiss nicht, du musst vermeiden, von meiner Mama eine verpasst zu bekommen. Ich werde eingestehen, dass du der bessere Hund bist, wenn du es schaffst. Ach, sie wird versuchen, uns eine zu verpassen. Nicht so ganz meine Vorstellung von Unterhaltung, Ami. Zumindest hast du deinen göttlichen Pinsel und deine starken Pinselstriche. Ja. Also ja, ich kann es mal versuchen. Mal sehen, wie gut ich mich anstelle. Kann ja eine verpassen. Oh.
Einfach immer im Kreis rennen. Warten, bis die Tinte aufgefüllt ist. Und weiter rennen. Okay, ich habe gerade keine Tinte mehr, also sollte ich warten, bis sie sich wieder auffüllt. Okay, wenn ich hier den Hut vom Kopf schlage, habe ich sogar noch mehr Zeit. Da muss ich auch nicht so sehr wehtun. Wow. Wird schon weg. Gegeben seltsamer Rettich. Hey, das. Der seltsame Rettich, nachdem Hayabusa und ich gesucht hatten. Das bedeutet, du hast Hayabusas Rekord gebrochen und alle 10 Rettiche ausgegraben. Verdammt doch mal. Gut, du bist der bessere Hund. Auf jeden Fall fühlt es sich gut an, ein neues Ziel gefunden zu haben. Und wieder 7 Karma-Punkte. Hol dich dem neuen König im Löchelgraben, Schneeflocke. Dein Name wird hier im Dorf Kamiki in die Geschichte eingehen. Ich heiße nicht Schneeflocke. Und sie? Stickig? Wegen dir benimmt sich mein Sohn Muschi wieder übernehmen. Nichts als ein paar Schläge nicht wieder in Ordnung. Was? Ein paar Schläge nicht wieder in Ordnung brächten, aber. Ja. Okay. Jetzt reden wir mal mit ihr und dann. Ich bin mal neugierig. Nee, reden wir erst mit ihr. Susanne ist ein Nachbar von mir. Er ist ein wenig ungewöhnlich, aber er läuft immer herum mit einem riesigen Schwert auf dem Rücken. Er übt aber damit. Man sagt, er sei ein direkter Nachfrage des Herrn Helden Nagi. Und er liebt auch den Sake. Er kommt oft vorbei, um welchen zu kaufen. Oh, du hast mich erschreckt. Ja, blöde Gewohnheit. Sag ihm Hallo, wenn du Susanne siehst. Ich denke, er könnte einen Freund gebrauchen. Er ist immer alleine. Sag ihm Hallo, wenn du so siehst, ja. Dann können wir ja mal kurz gucken in unseren Büchern. Im Journal hat sich nichts getan. Im Reiseführer auch nicht. Bestiarium auch nicht. Tierliste. Und die anderen Sachen kennen wir noch nicht. Gut. Oh, es wird dunkel. Oh, und... Das war nicht so gut. Das war unsere Ausdauer. Das hat uns einen Punkt gekostet sogar. Ah. Ich frage mich gerade, ob wir hier irgendwas machen können. Nein, wir können nichts zerhacken hier. Okay. Machen wir mal wieder Tag. Dann sind die Leute wenigstens nicht draußen und schlafen nicht die ganze Zeit. Erhalten Geisterkugel M. Greifbar gemachter Glaube gibt eine Einheit Solarenergie. Oh, sehr schön. Heilungsgegenstand. Okay, im Wasser können wir nicht graben. Wir können aber in das Haus hier reingucken. Hier können wir nichts zerschneiden, aber wir können Reisbällchen essen. Ja, Reisball im Seetang eingewickelt. Für den Magen ein wenig. Reissack. Reissack aus Stroh gebunden. Für den Magen. Wir fressen wirklich alles. Kann das sein? Oh.
Okay, das können wir noch nicht reparieren. Wahrscheinlich brauchen wir dazu erstmal eine Quest oder so. Was ist mit dem Baum hier? Wir kriegen auf jeden Fall Weißkohl. Dickes und faseriges Gemüse. Für den Magen ein wenig. Ja, fraßiges Gemüse, genau. Okay, reparieren können wir den Baum leider auch nicht. Von denen gibt es aber ganz schön viele hier. Ah, wir können sie zerschneiden. So, was hat die Putzfrau zu sagen? Ah, Frau Mandarine, die Frau des Chefs, okay. Ein weißer Wolf, das ist aber ein seltener Anblick. Bist du aus dem Berg runtergekommen, um mit uns zu spielen? Nun sei lieber vorsichtig, in letzter Zeit werden die Leute aus dem Dorf von einigen Monstern angegriffen. Weißt du überhaupt, mit wem du da sprichst, Großmutter? Das hier ist die wiedergeborene Shiranui. Der Wolf und ich werden uns darum kümmern. Diese Monster sind Geschichte. Nun, wenn das mal nicht Isun ist und er reitet auf einem Wolf. Dieser Esel schon Shiranui, besonders die Nase. Ja, es ist immer die Nase. Hm. Naja, ich sollte mal lieber weiterarbeiten, Grummel. Bist du hier, um dir das Geschwätz einer alten Frau anzuhören? Nun, ich habe gerade Wäsche gewaschen, aber als ich sie trocknen wollte, bemerkte ich, dass meine Wäschestange weg ist. Ach, was soll ich nur tun? Wo ist bloß diese dumme Stange hin? Wie konnte so etwas Wichtiges wie diese Stange einfach verschwinden? Hm, sie vermisst etwas, das eigentlich da sein sollte, oder? Du sollst dir aushelfen, Feldknäuel. Ja. Wird das jetzt schon allein getragen? Ah, falsche Taste. Und ja, ich bin immer neugierig, wann Sachen im Journal landen. Ach, da oben sind übrigens unsere Karma-Punkte, sehe ich gerade. Ich würde mal fast sagen, die müssen wir ausgeben, um Sachen zu steigern. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn das durch Geld gehen würde. Nein, keine Wäschestange. Also wieder raus hier und weiter suchen.